Einen wunderschönen Wochenstart, Monatsstart, Quartalsstart und Halbjahresstart an der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein, im Auftrag der Traders Media GmbH darf ich heute wieder einen Händler in Düsseldorf interviewen und mit spannenden Aktiennews vorlieb nehmen. Bis gleich nach dem Intro. Und wir sprechen heute mit dem Marcel in Düsseldorf nach dem Risikohinweis, denn all das, was wir sagen, ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die objektive Darstellung von Marktfakten. Ich schalte gleich mal rüber nach Düsseldorf. Hallo Marcel. Hallo Andreas. Ja, der Markt hat am Freitag ja nochmal richtig aufgedreht. Das könnte aber auch der Quartalsende-Effekt gewesen sein, denn eher die starken Werte, die wurden nochmal nach oben getrieben seitens der Institutionellen. Das Volumen war überdurchschnittlich. Oder wie sahst du das? Ja, genau. Wir sind wieder richtig gut nach oben gelaufen, sind jetzt an der Range eigentlich wieder im oberen Bereich angekommen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass immer zum Monatsende beziehungsweise bevor die großen ETF-Sparpläne zum ersten eines Monats ausgeführt werden, dass der Markt da in Deutschland und in Amerika immer ein bisschen tendenziell fester läuft. Und ja, das haben wir jetzt auch letzte Woche wieder gesehen. Also wir sind gut nach oben gelaufen. Heute ist dann das Volumen über die Sparpläne wieder reingekommen. Und ja, jetzt aktuell sind wir uneinheitlich, also eigentlich fast unverändert im Markt und haben noch eine sehr geringe Schwankungsbreite, was aber, glaube ich, auch mit dem bevorstehenden Feiertag in Amerika zusammenhängt. Da sind viele Investoren, die da jetzt erstmal den Feiertag abwarten und wahrscheinlich dann im Laufe der Woche wieder aktiver handeln. Ja, es ist ja der Independence Day, der Unabhängigkeitstag, morgen am 4. Juli. Da kommen auch manchmal Außerirdische, habe ich in Erinnerung. Ja, da gibt es mit Sicherheit einige Verschwörungstheorien zu dem Tag, aber also ich glaube, dass dieses Mal der Independence Day nichts mit Außerirdischen zu tun hat, sondern ja, der jährlich wiederkehrende Feiertag der amerikanischen Unabhängigkeit. Okay. Na gut, gab es jedenfalls mal ein, zwei Filmchen drüber. Wir schauen mal auf die Marktstimmung an der LS Exchange. Da gibt es nämlich auch ein entsprechendes Diagramm, was wir immer vorbereiten. Und ich habe den selber noch nicht gestartet, den Zähler. Der war letzte Woche noch im neutralen Bereich, kommt jetzt wieder in den Kaufdrang. Wir sind ja auch über die 16.000 zurückgekehrt. Rund 2% Abstand zum Allzeithoch. Das kann sich sehen lassen. Auch in den USA ist die Stimmung sehr, sehr gut. Fast schon überhitzt, könnte man sagen. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir sind in dieser Range, die wir seit einigen Monaten sehen, jetzt einmal wieder im oberen Bereich über 16.000. Da fehlen jetzt im Moment so ein paar Impulse, die den Markt aus meiner Sicht dann deutlich weiter nach oben treiben sollten. Aber es kommt eben auch kein wirklicher Druck auf. Also egal, was in der Weltwirtschaft passiert, das Geld ist nach wie vor da, es wird investiert und ja, man sieht am Horizont jetzt erstmal keine tief dunklen Wolken aufziehen, die den Markt nennenswert nach unten treiben. Von daher Seitwärtstendenz und ja, man kann, glaube ich, mit dem Trading im Moment ein bisschen Gewinne mitnehmen oder ein bisschen Geld mitnehmen für langfristige Anlagen und große Volumina. Weiß ich nicht, kann man vielleicht auch nochmal wieder eine kleine Korrektur abwarten. Ja, und wenn man investiert ist, vielleicht auch den Stopp nachziehen und weiter auf der Erfolgswelle reiten, wie zum Beispiel Tesla. Tesla ist im ersten Halbjahr eines der drei stärksten Werte gewesen, die man gesehen hat, neben einer Apple beispielsweise, einer Nvidia, Meta, also auch über 100% im ersten Halbjahr. Das muss man erstmal schaffen. Und jetzt kommen auch die Zahlen hinterher und die können sich ebenso sehen lassen. Ja, genau. Also Tesla hat sich extrem gut entwickelt seit Januar. Da notierten sie ja bei rund 100 Euro. Jetzt sind sie aktuell bei 255 Euro, also mehr als verdoppelt. Sind fast wieder an ihren Höchstständen angelangt. Wobei, also es ist natürlich noch ein bisschen Luft bis zum Hoch, aber das ist in der Tesla-Aktie ja mitunter schnell erreicht und diesmal aber untermauert auch von guten Zahlen. Also sie haben die Auslieferungen im Quartal deutlich über die Erwartungen gesteigert. Es waren 445.000 Fahrzeuge erwartet worden, die neu ausgeliefert wurden. 466.000 sind es geworden und
Das vor dem Hintergrund natürlich, also sie haben ein paar Rabatte gegeben, die laufen aber jetzt zuletzt aus und sind aber auch die neu produzierten Fahrzeuge, die dann jetzt in Zukunft ausgeliefert werden sollen, über den Erwartungen neu produziert worden. Und das scheint tendenziell darauf hinzudeuten, dass auch ohne Rabatte weiterhin Tesla-Fahrzeuge gekauft werden und ja, die Aktie dann auch fundamental den Kursaufschwung untermauert. Auch die Analysten sind begeistert von den Zahlen. Es gibt abermals Hochstufungen. Und wenn man sich die Performance mal über verschiedene Zeitebenen anschaut von Tesla, dann ist nicht nur im laufenden Jahr, ich sagte es bereits, eine Verdopplung zu sehen, sondern wenn man auf 5 Jahre geht, ja, über 1000%. Wer hat das schon? Ja, davon zwei, drei Werte im Depot und man braucht sich keine Sorgen mehr machen. Ne? Aber leider denke ich, sind die wenigsten Anleger da draußen wirklich so lange in der Tesla unterwegs, dass sie alle die 1000% mitnehmen konnten. Das stimmt, da muss man ja durch Höhen und Tiefen gehen und das sieht man ja selbst bei den Prognosen, dass es immer mal wieder Jahre gibt, wo dann das Ergebnis ein bisschen rückläufig ist, aber dann der langfristige Trend, zumindest wie man hier sieht, bei den Umsätzen beibehalten wird. Wir bleiben im Elektroautosegment, ein kleinerer Konkurrent, Lucid. Ja, starkes Comeback wird hier getitelt bei mehreren Medien und da geht es nicht unbedingt darum, dass die Modelle sich auf einmal schlagartig abverkaufen. Nein, das nicht, sondern dass es hier eine Kooperation gibt mit Aston Martin. Ja, Lucid ist ja hervorgegangen aus einigen Ingenieuren und Managern, die von Tesla ihr eigenes Ding gemacht haben. Haben ein ganz interessantes Auto entwickelt, was so von den Kennzahlen den Teslan überlegen sein soll. Natürlich auch im Preisgefüge liegt Lucid eher am oberen Bereich. So richtig viele Fahrzeuge haben sie noch nicht verkauft, wobei sind natürlich auch deutlich später angefangen haben als Tesla und jetzt mit diesen ganzen Produktionskinderkrankheiten arbeiten müssen oder damit leben müssen. Und ja, also es werden noch enorme Verluste angehäuft. Also alle Nase lang kommen da Kapitalerhöhungen zum Zuge und Lucid hat einen großen Vorteil, dass der saudi-arabische Staatsfonds da investiert ist und fleißig die Kapitalerhöhungen und Platzierungen zeichnet. Sind mittlerweile auch schon ja, deutlich größter Aktionär, also haben laut der Aufstellung da 75%. Ich habe irgendwann die Tage was gelesen von über 60%. Auf jeden Fall sind sie groß investiert und ich denke, dass damit auch ein Insolvenzrisiko in der Lucid erstmal nicht besteht, weil jede Kapitalerhöhung wieder mit neuem Geld aus Saudi-Arabien unterfüttert wird. Aber sie tun sich nach wie vor schwer, auch nur ansatzweise ein Break-Even zu erreichen. Das ist auch für die nächsten Jahre nicht angepeilt. Jetzt die Kooperation mit Aston Martin führt dazu, dass sie zwar auf dem Papier Umsatz machen, also die Motoren werden in die Aston Martin Elektrofahrzeuge eingebaut. Allerdings bekommt Lucid, wenn man die Meldung genau betrachtet, dafür keinen Cash in die Kasse, sondern bekommt Aston Martin Aktien und ja, soll somit an Aston Martin, an dem Unternehmen beteiligt werden. Aber die Bankkonten füllt es damit immer noch nicht. Ja, und vor allem der Performance hat das Ganze auch nicht geholfen. Die Lucid seit Jahresanfang unverändert. Der Chart, der hat auch schon starke Höhen gezeigt und jetzt starke Tiefen. Vielleicht eine Bodenbildung, so spekuliert man zumindest in vielen Communities. Ja, also natürlich ist die Aktie sehr stark runtergekommen und vom Produkt her durchaus interessant. Allerdings, wenn man jetzt diesen Langfristchart sich anschaut, kann man nicht unbedingt danach gehen, von wo kommt die Lucid. In der Zwischenzeit sind unzählige neue Aktien gedruckt worden durch Kapitalerhöhungen. Und ja, der Laden hat immer noch eine sehr stolze Bewertung von vielen Milliarden Euro. Das muss man jetzt in der Zukunft dann auch erstmal ähnlich wie Tesla mit Zahlen hinterlegen oder unterlegen, um zu rechtfertigen, dass solche Bewertungen auch für die Zukunft fair sind. Genau, 16 Milliarden sind es aktuell, also wie eine Rivian ungefähr und die machen ja auch noch keine Gewinne. Ich habe zu dem Auto auch ein paar Daten eingeblendet im Hintergrund, also tatsächlich von zwei
2,7 Sekunden von 0 auf 100 in 2,7 Sekunden, 15 Minuten Ladung, dann kannst du wieder 400 Kilometer fahren. Insgesamt schafft er 883 Kilometer. Da können andere schon nicht mithalten, aber auch beim Preis, hattest du schon gesagt, ab 165.000 Euro kann man sich so ein Modell gönnen. Ja, viel, viel preiswerter sind Impfungen gewesen, tatsächlich. Die wurden teilweise auch bezahlt. Und nun ist aber die Frage, ob das alles gesund war für alle, ob das ausreichend getestet wurde. Und das ist ein Thema, mit dem muss sich BioNTech aktuell nochmal befassen. Genau, da ist jetzt gerade wieder eine neue Klage in Rottweil auf der Tagesordnung. Da ist ein Kläger, der behauptet oder nachweisen möchte, dass durch die BioNTech-Impfung seine Sehkraft stark gelitten hat, und er fordert 150.000 Euro Schadensersatz von BioNTech. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert in der Betrachtungsweise. Also zum einen sind ja wirklich viele Millionen oder weltweit Milliarden Menschen mit dem Impfstoff geimpft worden, und es sind im Moment rund 200 Klagen in Deutschland anhängig. Das ist eine verschwindend geringe Zahl bei der Masse an Impfungen, die dann da verimpft wurden. Allerdings, wenn man natürlich betroffener ist und da gesundheitliche Schäden davongetragen hat, kann man denjenigen nicht ruhigen Gewissens erklären, ja, es hat aber vielen Menschen geholfen. Das muss eben ein Gericht jetzt erstmal untersuchen, ob Risikohinweise richtig deklariert wurden und ja, dieser Impfstoff wirklich so gut ist, wie das von Regierungen und von BioNTech und den anderen Impfstoffherstellern behauptet wird. Die zweite Frage dabei ist, also selbst wenn BioNTech jetzt einen Prozess verlieren würde und ja, diese Schadensersatzforderungen dann im Raum stehen und gezahlt werden müssen, ist es nicht gesichert, dass BioNTech oder Pfizer oder AstraZeneca und wie sie alle heißen, zu diesen Zahlungen wirklich verpflichtet sind, weil bei dieser Zulassung aller Wahrscheinlichkeit nach in den Verträgen festgehalten wurde, dass im BioNTech keine Schadensersatzzahlungen leisten muss, wenn Impfschäden auftreten, weil die Regierung damals händeringend und unter Zeitdruck diesen Impfstoff gebraucht haben und mit Sicherheit den Impfstoffherstellern dahingehend entgegengekommen sind und die Prozessrisiken, die dann in Folge entstehen könnten, vertraglich da rausgestrichen haben. Aber das sind Details, das müssen Gerichte jetzt in den nächsten Monaten und Jahren klären, und da weiß man nicht, ob nennenswerte Schadensersatzforderungen dann auf die Impfstoffhersteller zukommen oder nicht. Das kann sich dann hinziehen, vielleicht auch so wie die Bodenbildung, die wir erst seit Monaten bei der BioNTech vermissen. Und im schlimmsten Falle, charttechnisch, wenn die 100-Euro-Marke aufgegeben wird, ja, haben wir dann die nächsten Unterstützungen weitaus tiefer. Richtig, wobei natürlich BioNTech eine Menge Cash auf der Kasse oder auf der hohen Kante hat. Das federt den Aktienkurs nach unten schon eine ganze Menge ab. Aber ja, wir sind natürlich vom Hoch auch deutlich runtergekommen. Die Corona-Einnahmen sind zusammengebrochen. Es wird einfach kaum noch neu verimpft, und die Lagerbestände werden jetzt langsam geleert und ja, nicht mehr in dem Maße nachbestellt, wie man das vielleicht noch vor einem Jahr erwartet hätte. Also von daher, die Einnahmenseite sieht sehr schwierig aus. Die Zukunftsaussichten sind durch die gut gefüllte Onkologie-Pipeline und ja, weiteren Impfstoffen, an denen BioNTech im Moment forscht, gut gefüllt. Da kann auch im Laufe des Jahres immer mal wieder eine positive News kommen, wie es ja jetzt auch in den letzten 2 Monaten schon passiert ist. Da haben sie positive Studiendaten von vorklinischen Studien dann am Markt gemeldet oder vermeldet. Das hilft dem Kurs aber im Moment noch nicht. Also zurzeit schauen alle nur darauf. Die Gewinne brechen ein, es sind Schadensersatzforderungen im Raum. Und ja, also BioNTech wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang seitwärts laufen, bis dann wirklich mal nennenswerte Umsätze durch ein Medikament oder zumindest Phase-3-Studien dann spruchreif geworden sind.
Ja, genau, dann werden wir wieder darüber berichten, versprochen an dieser Stelle. Apropos nennenswerte Daten, da gibt es heute oder gab es heute schon den S&P Global BMI Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe aus Deutschland, aus der EU. Am Nachmittag PMI Herstellung aus den USA kommt 15,45 über die Ticker sowie ISM bezahlte Preise und ebenfalls der ISM für das verarbeitende Gewerbe. Und dann ist US-Feiertag in der ganzen Woche sowieso ein bisschen ruhiger seitens der Quartalszahlen. Levi's ist noch interessant am Donnerstag. Und dann bereitet man sich schon mental auf Notenbanksitzung und die nächste Quartalssaison vor. Weitere Infos auf den Social-Media-Kanälen der Alice Exchange sehr, sehr gerne. Und damit sage ich danke für die vielen Infos zum Wochenstart und eine erfolgreiche Handelswoche, Marcel. Danke, das wünsche ich dir auch. Danke, ciao.